Janik Deichmann, Ihre Mannschaft hat sich heute viel vorgenommen beim Tabellenersten. Warum hat das nicht gereicht heute? Weil wir in den entscheidenden Momenten das Tor nicht gemacht haben. Das hat deswegen nicht gereicht. Sie sprechen wahrscheinlich auch Ihren Elfmeter an? Ja, absolut. Haben Sie da zu viel nachgedacht? Oder? Nee, ich habe meine Ecke mir ausgesucht und habe ihn drüber gesemmelt. Also muss ich mir auf jeden Fall ankreiden. Definitiv. Sind schwer ins Spiel gekommen, kommen dann aber oder wären dann halt durch den Elfmeter wieder rangekommen und dann ist die zweite Halbzeit offen. So haben wir eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt, aber machen halt aus den Chancen halt keine Tore und machen dann im Spielaufbau zu viele Fehler, die dann halt am Ende dann auch zu Gegentoren führen und dann verlierst du das Spiel. Der Druck wird immer größer. Wie gehen Sie persönlich damit um? Ja, wie gesagt, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Wie gesagt, wir können jetzt hier nicht auf die Tabelle schauen, sondern nur auf das nächste Spiel und müssen immer wieder fokussiert ins Spiel gehen und uns aufs nächste Spiel vorbereiten. Was macht Ihnen da Hoffnung, dass das klappt im nächsten Spiel? Ja, indem wir halt, wie gesagt, wir stehen zusammen. Wir reißen uns den Arsch auf und am Ende müssen wir dann halt in den entscheidenden Momenten die Tore machen. Und aufgrund auch der zweiten Halbzeit, wo wir auch Chancen hatten, die wir dann reinmachen müssen, am Ende dann halt auch, ja, wie gesagt, positiv bleiben. Und im Mannschaftskreis, was hat der Trainer gesagt nach dem Abpfiff? Dass wir schauen müssen, dass wir die zweite Halbzeit auch als Maßstab nehmen, um diese Chancen, die wir dann auch rausgespielt haben, dann halt auch zum Erfolg ins Tor schießen. Und ja, wie gesagt, am Ende trotzdem brauchen wir Punkte und da müssen wir jetzt von Spiel zu Spiel weiter dran arbeiten. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg dabei. Janik Deichmann, danke. Alles klar, danke. Rolf Landal, Sie hatten sich so viel vorgenommen gegen den Tabellenersten. Was sind so Ihre ersten Gedanken jetzt nach Abpfiff? Ja, ersten Gedanken sind natürlich, du verschießt zu einem entscheidenden Moment einen Elfmeter, wo du vielleicht auf 2-1, wo du auf 2-1 rankommen kannst. Großchance kurz nach der Halbzeit von Torben Deters zum 2-2 die Möglichkeit. Und einige gute Möglichkeiten ganz einfach liegen gelassen. Es wäre definitiv mehr drin gewesen. Ich muss schon dazu sagen, erste halbe Stunde waren wir nicht gut im Spiel, haben wir dem Gegner zu viele Räume gelassen, waren wir nicht nah genug am Mann dran. Da hat Dresden das ganz einfach sehr gut gemacht. Aber ansonsten haben wir uns dann gut reingespielt und auch Chancen erspielt. Aber die Dinger musst du halt machen, weil sonst wird es gegen den Tabellenführer natürlich schwierig, was zu holen. Was nimmt man da mit, gerade diese Zuversicht, diese zweite Hälfte, die besser lief? Natürlich nimmt man das wieder mit. Man muss ja auf dem Positiven aufbauen und natürlich das, was nicht so gut hat, wieder analysieren und weitermachen. Das ist ein Marathon, wie ich schon öfters gesagt habe, speziell für unsere Truppe, die unglaublich stark übers Kollektiv kommen muss, um erfolgreich zu sein. Und das nehmen wir weiterhin an. Und mit wie vielen Sorgen blicken Sie auch auf diesen Marathon? Bitte? Mit wie vielen Sorgen blicken Sie auch auf diesen Marathon, auf diese nächsten Spiele auch? Ja, Sorgen nicht, aber ich blicke natürlich schon, ich weiß natürlich schon, dass das unglaublich viel Arbeit weiterhin auf uns wartet, wenn wir uns da rausarbeiten wollen. Auf was wird es da ankommen? Naja, dass wir Fehlerquellen abstellen, dass wir keine Phasen des Spiels verschlafen und versuchen, über eine ganze Distanz eine ansprechende Leistung zu bringen. Spüren Sie denn selber auch Druck? Ja, Druck spüre ich jede Woche. Ich meine, du willst ja als Trainer genauso gewinnen wie die Spieler, die Mannschaft so gut wie möglich einzustellen. Den Druck lege ich immer selbst auf, der muss nicht auch noch von außen kommen, wo er eh von Haus aus da ist. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrem Marathon. Rolf Landal, danke schön. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.